Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier UHF-Transistoren mit einer Transitfrequenz von 5 GHz und wir haben hier einen Spektrum-Analyzer und eine kleine Stummelantenne. Und wir wollen uns jetzt einen kleinen LNA bauen, also einen Low Noise Amplifier, mit diesen Transistoren als Vorverstärker. Und dafür zeichne ich euch jetzt einmal die Schaltung auf, erkläre euch die ein bisschen und dann fangen wir eigentlich auch schon dran an zu bauen. Wir werden jetzt keine Platine fräsen. Ich werde die einfach mit dem Dremel eben ausschneiden, da das ein Transistor, 3-4 Widerstände und ein Kondensator, 2 Kondensatoren sind. Ich gucke, dass ich das aber abschirme, weil wir sonst Störungen reinkriegen, die wir nicht haben wollen. Ich habe dafür so SMA-Buchsen hier, die werde ich verwenden, um meine Antenne und meinen Spektrum-Analyzer anzuschließen. Die haben hier so eine kleine Kerbe, das heißt, hier kommt die Platine dazwischen und dann wird der auf die Leiterbahn gelötet und die anderen auf Masse. Zu den Transistoren hier, das sind KT391. Ich kann mal eben so ein paar Sachen notieren zu dem Transistor. Das ist der KT391 A2 heißt das ganze Teil. Wir hätten VCEO. Maximal 10 Volt und IC sind maximal 10 Milliampere und FT 5 GHz. So, das sind eigentlich alle Werte, die mir zu dem Transistor bekannt sind. Mehr konnte ich dazu jetzt nicht finden. Ich konnte noch finden, dass das Ding wohl ein sehr, sehr kleines Eigenrauschen hat von 0,6 dB müssen es gewesen sein. Was bei dem Teil noch wichtig ist, wir haben hier einen so einen kleinen angeschrägten, das ist Kollektor, dann ist das Emitter und das da Basis. Und die Teile haben so einen kleinen Punkt auf irgendeiner Seite. Und das ist wohl die Seite, die nach oben soll, so wie ich das jetzt gelesen habe. Und wir werden davon einen brauchen. Ich habe die hier in so einer SD-Kartenhülle. Und ja, wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Also können wir jetzt hier was basteln. Dieser kleine Transistor, der wird jetzt so auf die Platine kommen. Dann hätten wir hier unseren Kollektor. Oh, ihr seht das jetzt nicht. Ich schiebe das mal hoch. Da ist der Transistor. Hier hätten wir Emitter, Kollektor. Und von Kollektor gehen wir jetzt hier mit einem Widerstand. Und hier nehmen wir noch eine Induktivität. So, nach Plus. So. Und hier hätten wir jetzt den Widerstand und das hier geht jetzt auf Kollektor, da auf Kollektor. Und dann koppeln wir hier mit dem Kondensator auf unseren SMA-Anschluss aus. Hier, Emitter auf Masse und unseren Eingang, die Basis, die kriegt einen Kondensator. Und hier ist unser SMA-Anschluss. So, und jetzt würde der ja noch nicht verstärken, außer wir hätten hier einen Großsignalpegel, der den voll durchsteuert. Dann gehen wir jetzt hier mit einer Induktivität und einem Widerstand auf die Basis. So, das Ganze sieht so aus, wir hätten jetzt bei dem Transistor, wenn wir jetzt hier unser Signal reingeben, wir kriegen, erstmal hätten wir die Schaltung nur DC-mäßig, betrachten wir die. So, wir hätten jetzt hier eine Gleichspannung, machen wir hier noch einen Kondensator. So, hier hätten wir eine Gleichspannung. Und dann fließt ein Kollektor-Emitterstrom und hier liegt dann eine Kollektorspannung an und hier fließt dann auch ein Basisstrom, es liegt eine Basis-Emitterspannung an. Und im Idealfall hätten wir jetzt, sagen wir, hier hätten wir 5 Volt, dann hätten wir an dem Punkt hier 2,5 Volt. Das heißt, unser Arbeitspunkt, unser Transistor arbeitet sehr linear, da der Arbeitspunkt mittig auf der Arbeitsgeraden gewählt ist und diese Verstärkerschaltung in Klasse A arbeitet. So, jetzt hätten wir eine Frequenz von, sagen wir, 1 Kilohertz. Das heißt, wir geben unser Signal rein und wir hätten dann unser Signal, was reingeht. Und wir haben nämlich hier diese Induktivität, die hat einen Vorteil und zwar mit steigender Frequenz fließt weniger Strom hier durch und wir hätten weniger Rückwirkung auf die Basis. Jetzt müsste ich gucken, es kann sein, dass ich hier noch einen Kondensator reinpacken müsste. Also von Basis einen kleinen Kondensator auf Masse.
Wir gucken aber erstmal, ob das so geht. Und vielleicht müssten wir den hier streichen und den hier oben hinzufügen. Das wäre, glaube ich, besser. So. So, das machen wir. Weil jetzt hätten wir hier noch die Induktivität und mit steigender Frequenz fließt auch weniger Kollektorstrom und unser Spannungshub hier wird größer. Wir haben weniger Strom, der fließen kann, weil hier hätten wir noch unseren Blindwiderstand. Das heißt, dieser Widerstand wird mit steigender Frequenz größer und somit brauchen wir weniger Basisstrom, um diese Spannung hier groß zu verändern. So werden wir das ganze Teil jetzt mal aufbauen. Ich berechne eben schnell die beiden Widerstandswerte. Hier nehmen wir irgendwas wie 100 Mikrohenry. Hier oben können wir, nehmen wir auch mal 100 Mikrohenry. So, das sollte funktionieren. Oder nehmen wir 1 Millihenry. 1 Millihenry. Kondensatoren ziemlich Standard, 104er. Und für die beiden Widerstände, ich müsste gucken, wir werden den mit 5 Volt versorgen. 5 Volt, 10 Milliampere dürfen wir ja maximal machen. Nehmen wir 20 Kiloohm, 20 Kiloohm und dann können wir gucken, was für einen Widerstand haben wir, was für einen Strom wir denn jetzt hätten. Das heißt 5 Volt durch 20.000 ergibt einen Strom von 250 µA. So, das heißt, wir kennen unseren Kollektorstrom. Und jetzt müssten wir dann nur noch gucken, welchen Widerstand wir für hier brauchen, je nachdem, welche Verstärkung dieser kleine Transistor hat. Und das können wir einfach ausrechnen. IB ist IC durch HFE. HFE steht für die Verstärkung des Transistors. Und unseren IC kennen wir ja jetzt. Das heißt 250 Mikroampere. Durch unsere Verstärkung vom Transistor, die müsste ich eben einmal messen. So, ich habe hier jetzt meinen Transistortester und der sagt mir BGT, also Bipolar Junction Transistor, NPN, HFE 37 und wir hätten 3,784 Volt eine Diode. Das ist dann schon der Rückwärtsdurchbruch von Emitter auf Kollektor. Das heißt, diesen Transistor werden wir für unseren LNA jetzt nicht nutzen, da der jetzt schon geschädigt wurde durch das Messen, da der einen Durchbruch gekriegt hat in die Fall, also der hat einmal einen Durchbruch vom Emitter auf den Kollektor gekriegt. Das heißt, der hat jetzt schon andere Charakteristiken und wahrscheinlich viel mehr Rauschen, als er jetzt eigentlich haben sollte. Den kann man jetzt noch verwenden für irgendwelche anderen Sachen, aber nicht für einen kleinen Vorverstärker, wo wirklich wichtig ist, dass er wenig rauscht. Wir geben jetzt mal die HFE mit 37 an und jetzt kennen wir unseren IB. Und IB können wir jetzt ausrechnen, 250 Mikroampere durch 37. Und dann sollten wir 250 Mikroampere durch 37 sind 6,75 µA. Und an dem Basiswiderstand, also RB, müssen die Spannung, die wir hier haben, hier hätten wir ja 2,5 Volt im besten Fall, 2,5 Volt, 2,5 Volt, minus 0,6 Volt. Ja, wobei ist ein Silizium, also 0,7 Volt. Und 0,7 Volt, das da durch den Basisstrom von 6,75 µA. Und dann kennen wir unseren Basiswiderstand. Ich rechne das mal eben aus. So, das ergibt einen Widerstand von 266 Kiloohm. Und ich gucke mal, was ich habe, was da nah genug dran ist. Und das werden wir dann nehmen. So, ich habe alle nötigen Bauteile. Hier hätte ich einen 220 und 47 Kiloohm. Das heißt, ich bin bei 267 Kiloohm nah genug dran. Hier den 20 Kiloohm Kollektorwiderstand. Hier hätte ich jetzt noch einen Transistor. Hier hätte ich 200 Mikrohenry. 2x 100 Mikrohenry. Und hier hätte ich unsere Kondensatoren mit 100 NF, SMD 1206, weil SMD für HF besser geeignet ist, habe ich herausgefunden, als die mit den Füßchen, werden wir die nehmen. Und ich gucke jetzt, dass ich irgendein Stückchen Schrottplatine finde, wo ich das Teil einmal aufbauen kann. Ich habe jetzt hier ein Stück Platine gefunden, wo die Anschlüsse so gut drauf passen.
Dann habe ich mal eben das Layout aufgezeichnet und jetzt werde ich einen Dremel nehmen und das vorsichtig rausfräsen, sodass ich die Sachen da so fein reinkriege. Und dann schneide ich hier vorne ab, dann löte ich die Buchsen, erstmal die Kleinteile auf, dann die Buchsen. Hier oben sind 5 Volt und hier daneben sind 0 Volt. Und dann ist der eigentlich fertig und dann testen wir den gleich mal. So sieht das Teil jetzt aus. Ich habe dafür den Dremel mit so einem kleinen Diamantfräskopf hier genommen. Oder es ist kein Diamantfräskopf, was so ein normaler Fräskopf. Mit dem habe ich dann das Kupfer so weggefräst. Das geht bei so kleinen Platinen relativ gut und braucht auch wenig Zeit. Ja, und ich würde sagen, wir bauen das Teil jetzt mal auf und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So, hier habe ich jetzt meinen Spektrum-Analyzer. Ich habe vorher nochmal 10 dB Dämpfung drin. Da 10 dB Dämpfung, damit wir uns den Eingang hier nicht überfahren. Und wir sehen jetzt hier schon Start 240 bis 960 MHz. Wir sehen jetzt hier unser stärkster Peak, das ist wahrscheinlich Mobilfunk. Ja, da sind wir auf dem Peak bei 800, das GSM 800 mit etwa 27 dB Mikrovolt, so 25 dB Mikrovolt an der Antenne jetzt hier auf 800 MHz. Und jetzt nehmen wir unseren kleinen Vorverstärker und der wird jetzt hier reingeschraubt. So, und hier kommt unser Vorverstärker. Da, ihr seht jetzt erstmal nichts, jetzt seht ihr ein bisschen was. Und unser Vorverstärker, der schaut so aus, da gehen wir mit dem Koaxkabel drauf. Hier hätten wir unseren Vorverstärker, ich betreibe den jetzt hier mit den Batterien, damit ich Netzstörungen vermeide, falls welche übers Netzteil reingehen. Jetzt schraube ich hier meinen Eingang an. Wichtig, erst den Eingang draufschrauben, bevor ich anschalte. So. So, Eingang ist drauf, Ausgang ist auch drauf. Jetzt gucken wir da aufs Spektrum. Und ich würde sagen, jetzt stecke ich die Batterie mal rein. Da hätten wir jetzt was. Achso, und bedenkt, wir hätten 10 dB Dämpfung drin. Das heißt, unser Peak hier bei Mobilfunk, der gerade bei 25 dB Mikrovolt war, der war eigentlich bei 35 und jetzt sehen wir hier 37 dB Mikrovolt, das ist ja Mobilfunk, also ihr seht deutlich mehr Pegel hier im Vergleich, ihr seht die ganzen Sachen sind hier stärker, hier hinten ist jetzt noch wahrscheinlich, was hätten wir hier, 950, das könnte LTE sein und hier sehen wir halt unser GSM. Und wir hätten hier 36, also eigentlich 46 dB Mikrovolt, weil wir hätten 10 dB Dämpfung drin. Und jetzt können wir uns auch mal UKW-Rundfunksender angucken. Hier sehen wir DVB-T-Sender, hier digitales terrestrisches Fernsehen auf 553 MHz mit 38 dB Mikrovolt. Auch hier ziemlich starker Pegel. Hier sehen wir noch einen Dauerträger auf 398. Ja, 389 mit 36 dB Mikrovolt. Und wir gehen jetzt mal auf den unteren Eingang. Mode, Low Input. So, das ist von 0 bis 350 MHz. Und wir stecken mal hier an, auf Low. Und wir sehen direkt da unser UKW-Rundfunkband, was sehr, sehr stark hier ist. Und jetzt gehen wir hier auf Display, nee, Measure, Level, Unit, dB Mikrovolt interessiert uns. Und wir sehen jetzt hier unseren UKW-Rundfunksender mit 63 dB Mikrovolt, 10 dB Dämpfung haben wir drin, also mit 73 dB Mikrovolt, was halt schon verdammt stark ist. Hier hätten wir dahinter noch ein bisschen was. Da sehen wir noch ein bisschen was. Na, da. Das ist DAB. Das hier auch. Die drei DAB-Sender. Da oben drei DAB-Sender, die wir hier rechts sehen. Das ist DAB. Was hier unten drin ist, das könnte PowerLAN sein. Ja, PowerLAN. Aber wir gucken uns jetzt die UKW-Sender an. Dafür gehe ich jetzt einmal hier auf Frequency, sei Start 80.
UKW ist zwischen 87 und 108. Machen wir 110 draus. So, dann sehen wir noch ein bisschen mehr. Und, vertippt. Start 80 MHz. Stopp 110 MHz. Da sehen wir unsere UKW-Rundfunksender. Wir gehen jetzt mal hier einfach auf den stärksten. Ich würde sagen, der stärkste ist der hier mit 64 dB Mikrovolt. Kann man da oben schön lesen. 64 dB Mikrovolt. Und jetzt stecke ich nochmal den Verstärker aus und stecke die Antenne direkt an. Dann können wir den Unterschied am besten sehen. So, ich habe den Verstärker jetzt die Batterie rausgenommen. Ihr seht sofort, alles ist weg. Und jetzt stecke ich die Antenne auf den Eingang hier direkt an. So. Und ihr seht da auch schon unseren Sender. Der hat jetzt hier 39 dB Mikrovolt. Was hatten wir? 64, also es fehlen uns gute 26 dB Mikrovolt. Unser Verstärker hat 26 dB Verstärkung, was nicht schlecht ist. Klar, der hebt das Rauschen ein bisschen an, aber wir hätten viel stärkeren viel besseren Signalrauschpegel. Und ich zeige euch jetzt nochmal die gesamte Schaltung. Ich habe nämlich andere Werte nochmal nehmen müssen. Und zwar hier ist das Ganze. Unser 20 Kilo Ohm Kollektorwiderstand ist ein 1 Kilo Ohm geworden, das 5 mA Kollektorstrom fließen. Der Transistor hat nämlich, es gibt dazu kein Datenblatt, also mehr Kollektorstrom, höhere Transitfrequenz. Das konnte man dann schön so ein Roll-Off sehen, bei etwa 200 MHz. Mit den 250 Mikroampere war danach schon Schluss, danach kam gar nichts mehr raus. Jetzt haben wir 5 mA, also die Hälfte des maximal zulässigen Kollektorstroms. Und das durch 37 ist ein Basisstrom von 135 Mikroampere. Das heißt 1 Kilo Ohm und 13,3 Kilo Ohm. Hier 13,3 Kilo Ohm. Und dann passt das Ganze. Wir betreiben es hier mit den 4 Batterien, um Störungen zu verhindern, dass wir Netzstörungen oder Störungen durch ein Netzteil uns reinholen. Und die Transistoren hier sind die KT3912A, sind nicht schlecht und bringen auf jeden Fall super viel Verstärkung. Und gerade wenn wir uns auf dem Spektrum-Analyzer ein sehr, sehr schwaches Signal anschauen wollen, ist das total hilfreich, wenn wir da einfach noch ein bisschen Verstärkung, den Signalrauschabstand nochmal höher setzen. So können wir auch schwächere Signale sehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Teil gefallen. Und wenn ihr Fragen oder so habt, schreibt die in die Kommentare. Ich versuche darauf zu antworten. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Und vielen Dank fürs Zusehen. Man sieht sich im nächsten Video. So, ich habe jetzt hier immer die Magnetfußantenne, mit der wir auch gerade schon empfangen haben. So, die kommt jetzt hier auf ein Stück Metall, da. Und jetzt hätte ich hier den Vorverstärker, hier gehe ich mit der Antenne. Hier gehe ich ohne Dämpfung auf einen SDR, den werde ich auch nochmal vorstellen. Das ist nämlich einer mit 12 Bit, nicht wie die SDR-Sticks mit 8 Bit. Geht von 10 kHz bis 1 GHz. Und kann 10 MHz sich in Realtime anschauen. Hier hätten wir verschiedene Eingänge mit sehr guten Filtern. Das heißt 0 bis 30 und nach 30 ist der dann weg. Dann muss ich schon auf den nächsten schalten, weil der dann hier nichts empfängt. Hier kann ich dann 35 reingeben und der zeigt mir nichts mehr an, weil den muss ich hier anschließen. Hier, wir gucken jetzt einfach mal. Ich sehe jetzt hier auf dem Spektrum schon mal was. Und jetzt gehe ich zur Bildschirmaufnahme und dann gucken wir uns das direkt am Rechner an. Eure SDR-Software. Und wir fangen jetzt mal an. So, bei 6 MHz habe ich schon einen Sender gefunden. Ich mache das hier mal ein bisschen leiser. So, und wir sehen jetzt hier, die Antenne ist auf keinen Fall für Kurzwelle angepasst. Die ist schrecklich für Kurzwelle. Das ist einfach nur, wie als würde ich ein Stückchen Draht reinstecken in den Empfänger. Die ist gar nicht angepasst, aber wir haben ziemlich guten Empfang. Ich gehe mal auf 6 MHz. 6 MHz. Da ist ein Sender. Wir sehen den hier auch oben im, was ist das hier? Das ist unser ZF-Filter, wo wir den sehen können. Ich weiß nicht, ob wir den gerade verstehen. Nicht wirklich, der ist zu schlecht zu verstehen.
Hier ist, glaube ich, noch ein Sender. Nee. Wir können mal gucken. Hier ist noch was. Das ist ein Sprachsender. Und wir sehen hier, ich habe die Verstärkung ganz rausgenommen. Mit S9 plus 10 Signal Rauschabstand 18 dB und Signalstärke hier 56 dBm. Und wir hören, das ist ein deutscher Sender. Das ist wahrscheinlich ein Auslandssender auf Kurzwelle. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, was wir denn hier noch haben. Also auf 9 MHz hatte ich welche. Hier ist was. Ne, das war der von gerade. Hier ist ein sehr starker. Ne, das ist ein Leerträger. Hier sind wieder ganz viele. Wir holen die mal hier mittig rein. Na, der macht, glaube ich, einen Ton, der hier. Nee, aber hier haben wir. Auch der Signalrauschabstand ist ziemlich gut. Wir gehen mal auf den nächsten. Hier ist noch einer und hier ist auch noch einer. So. Ja, wir haben gerade ziemlich starkes Fading, das heißt, die sind nicht dauerhaft da. Jetzt stecke ich mal unseren Verstärker ab. Merkt euch mal hier den Pegel. Hier oben sehen wir den auch nochmal. Er ist bei minus 66, minus 70 dB. Nehmen wir mal einen, der so gerade stark ist. Ja, nehmen wir doch den. Also wir hätten hier minus 70 dB, das ist ungefähr hier, da kommt er auch mal dran. Da, minus 70 dB und ein Signalrauschabstand von 18 dB. Jetzt stecke ich mal den ab und stecke die Antenne mal direkt dran. So, ich habe meine Antenne und stecke die mal direkt dran. So, Antenne ist dran. Und da ist unser Sender. Wir erreichen hier nur noch minus 85 dB Signalrauschabstand, 8 dB und hier 85. Jetzt kann man gucken, dass unser Verstärker auch auf Kurzwelle sehr, sehr viel Verstärkung macht. Ihr könnt den Sender jetzt hier auf dem Wasserfall nur noch ganz schwach sehen. Wir sehen hier leicht blau und leicht orange und jetzt nochmal mit dem Verstärker. Ich lasse den nochmal laufen, dann sehen wir das direkt. So, stopp. Und jetzt stecke ich nochmal um. So, die Antenne geht hier auf den Verstärker. Also wir gucken jetzt erstmal auf Kurzwelle, dann gehen wir gleich mal so ein bisschen die Bänder durch und gucken, was wir denn damit alles schön empfangen können. Jetzt mal wieder Play und wir sehen direkt den großen Unterschied zwischen hier und hier. Klar, wir haben jetzt das Rauschen angehoben, aber wir hätten 10 dB mehr Rauschabstand und unser Signal hier ist deutlich stärker geworden. Ich würde sagen sogar 20 dB hätten wir hier dazu gewonnen und Signalrauschabstand zu etwa 10 dB. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was wir denn noch empfangen. Hier ist noch was, da. Keine Sprache. Hier ist noch ein starker Sender.
auch nur ein Leerträger, 16 MHz. Könnte was internes sein von dem SDR-Empfänger. Hier ist was. Leider keine Sprache. Hier ist noch eine. Auch keine Sprache. Hier auf 21 ist noch was. Leider auch keine Sprache. Hier ist noch was sehr Starkes. Gucken wir da mal rein. Auch keine Sprache, aber wir hätten hier ein sehr, sehr starkes Signal. So etwa 30 dB Rauschabstand und unser Pegel ist bei minus 55. Hier ist noch was. Auch keine Sprache. So, und hier fängt unser Filter an. Ihr seht es sehr schön. Da empfangen wir noch was und jetzt wird der Pegel kleiner hier und ich stecke mal um auf den nächsten Eingang. Das wäre hier 30 bis 60 MHz. So. Jetzt hätten wir hier ein Signal. Und nach 60 ist er weg. Da. 59 und ab 59 schneidet der Filter ab. Wir können mal gucken. So, 59,2 und da schneidet der Filter alles ab. Wir gehen auf den nächsten Eingang. Nächster Eingang ist hier. Hier hätten wir was. Könnte was Digitales sein auf 60 MHz. Wir gucken hier einfach mal so durch. Hier ist was sehr Starkes. Hier hätten wir jetzt UKW-Rundfunk. Hier ist ein Sender mit S9. Ja, ich muss Ton ausmachen, weil ich ja keine Musik einfach abspielen kann, aber wir sehen jetzt hier unseren Rundfunk. Ich hol den mal so ein bisschen mittig rein. Da ist er. S9 plus, ja, was hätten wir? S9 plus 50 kann man sagen. Also der ist echt verdammt stark. Mit S9 plus 50 kommt der echt super, super stark rein. Wir können uns sogar den RDS-Text mal anzeigen lassen. Und wir sehen hier, dass wir das auch dekodieren können, WDR aktuell, und vom Text sieht das gut aus, wir hatten auch nicht zu viele Fehler, ja, und der Sender ist hier mit Signalrauschabstand 33 dB und bei minus 44 dB ist er nur, oder ist er schon, wir ziehen den mal so ein bisschen runter hier, die Basis, so. Also ein sehr, sehr starker Sender, wir sehen hier oben auch einmal bei 60 kHz und 60 kHz die beiden Marker. Das heißt, wir können 120 kHz als Bandweite nehmen, als Bandbreite, als Filter. Und wir sehen den Sender sehr stark. Wir können kurz reinhören. Auf Zusammenarbeit. Ah, ist sogar von Sprache. Namibia fliegt Habeck weiter nach Südafrika. Mitte der Woche eröffnet also er in Johannesburg sehr stark den der. Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfel. Und wir können ja so ein bisschen reingucken. Hier ist noch was Schwaches. Hier ist auch was sehr Starkes mit S9 plus 55. Also der ist wirklich sehr stark. 1500 Meter hoch in die Luft geschleudert. S9 plus 55. Da ist was mit S9 plus 55 ebenfalls. Schleudert heißes Gas und S9 Lava plus 40. Die Hänge des und es wird hier ist noch ein kleiner. Bei der Katastrophe wurden ganze Straßenzüge mit Schlamm und Asche gefüllt. Den kannte ich so also noch gar nicht auf der Ausbruch Frequenz bei uns. Hier ist noch was sehr Starkes. Den kann ich nicht lange spielen lassen. Hier ist was. Da ist auch was sehr Starkes mit S9 plus 40. Sektorwetter. Regen.
Wettern heimgesucht worden. Und hier ist auch ein sehr, sehr kleiner Sender, aber trotzdem mit S9+10. Signal und Rauschabstand ist auch nicht allzu schlecht. Flauchboden auch völlig ich kann mal den Filter ein bisschen kleiner machen. Verletzte gab es bisher nicht. Na, klingt eigentlich nicht schlecht. Teils starke Sachschäden an. Also auch den sieht man sehr gut hier im Spektrum. Aber wir gucken mal, wir hätten hier sehr starke Sender. Gucken wir mal ein bisschen weiter unten. Hier ist der, ich glaube, der stärkste. Mit S9+55. Das ist schon richtig stark. Also so stark hatte ich die jetzt hier mit dem noch nicht. Wir können jetzt nochmal den Verstärker abklemmen. Wir merken uns hier S9+55. Signal-Rauschabstand 34, sagen wir 35 dB und unser Sender ist bei minus 39 dBm auf der Skala. Wir stecken mal ab und jetzt geht hier nochmal unsere Antenne direkt dran. So, Antenne ist jetzt direkt dran, auch gut festgeschraubt. Wir starten mal wieder und wir sehen sofort, der ist kleiner. Und ich mache wieder mal Pause. Wir sehen hier, dass er nur noch bei minus 64 dBm ist, Signal-Rauschabstand 25,9 dB, ist jetzt nicht schlecht. Und hier unser S-Meter sagt S9 plus 30, also sehen wir auch noch, im UKW-Rundfunkband bringt unser kleiner LNA-Verstärker nochmal ordentlich Verstärkung, sodass wir den Pegel vom Sender nochmal deutlich anheben können. Klar, das Rauschen wird auch ein bisschen mitverstärkt. Ich mache jetzt nochmal Play, also wir merken uns hier, das Rauschen ist bei minus 115. Ich mache nochmal Play und wir sehen, unser Rauschen ist bei minus 100. 100, ja, könnte es hinhauen. Minus 105, das heißt 10 dB verstärken wir auch unser Rauschen. Das heißt, unser Signal-Rauschabstand, jetzt hätten wir hier 40 dB gerade gehabt. Aber wenn der Sender jetzt sehr, sehr schwach wäre, würden wir den noch sehen können. Das ist ziemlich praktisch. Der liefert sogar, glaube ich, einen RDS-Text jetzt hier mit. Wir können mal gucken. Da ist der RDS-Text. Der kommt auch mit. Also passt das. Ja, wir gucken mal einfach noch ein bisschen weiter. Ich bin echt überrascht, wie stark der Sender ist. Wir gucken jetzt hier noch ein bisschen weiter nach dem UKW-Band. So. Und wir gucken mal, hier ist was. Nee, das ist irgendein Signal. Wir gehen mal auf die 433,9. Und dann sehen wir, hier funkt halt alles Mögliche, vom Autoschlüssel zur Wetterstation. Da hat irgendwas gerade hier Daten geschickt. Wir warten einfach mal, bis wir dann irgendwas hier sehen. Da hat gerade irgendwas Daten geschickt, hier daneben, jetzt geht es ziemlich schnell, also hier hat man immer irgendwas, da schickt irgendwas, könnte ein Autoschlüssel gewesen sein, eine Wetterstation oder Funksteckdosen oder sonst irgendwas, hier ist wieder was, da hinten sendet jetzt was, da hat jetzt kurz was gesendet, da wieder mittig drin hier, da schon wieder die nächste Aussendung, hier, Da, das ist wahrscheinlich irgendwas sehr, sehr Starkes. Da das hier in der Nähe ist, könnte eine Wetterstation gewesen sein. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Da ist was. Das ist ein Amateurfunker. Und dies und jenes haben wir noch. Und wo ich dann wieder reinkam, dann kam es mir richtig warm vor, nicht? Obwohl das temperaturmäßig 17, 18 Grad, aber der Fußboden ist immer können wir jetzt so 22 bis 24. Hier hätten wir was Digitales. Macht verschiedene Töne. Und gleich sehen wir hier da ist gerade unser Pegel größer geworden. Wo hat der Block angefangen? Da hört er auf. Hier, da hat der Block aufgehört.
Wo ist der Anfang? Ich würde sagen, irgendwo hier, oder? Noch weiter hier, nee, doch hier. Da irgendwo ist unser Anfang von dem Block. Vielleicht können wir mit dem... Ja, hier, da ist der Anfang von dem Block. Ja, da können wir jetzt hier sehen. Das ist ein sehr, sehr guter Pegel. Also, wenn wir gucken, unser Signalrauschabstand ist sehr gut. Damit sollten wir auch den Fernseher versorgen können. Gehen noch ein bisschen weiter, gucken mal, was wir hier noch finden. Ah, der hier ist ja perfekt. Also wenn wir gucken, hier, da sieht man sehr, sehr schön den Anfang von dem Block. Da ist der nächste, auch hier wunderschön. Gucken wir noch, was wir hier haben. Da hätten wir noch was hier. Das ist auch noch Fernsehen. Auch hier wunderschöner Anfang von dem Block und scharfes Ende wahrscheinlich auch. Da ist er, wo ist er? Da müsste er sein. Da, wunderschön scharfes Ende von hier. Minus 15 dB Signal Rauschabstand. Man sieht es wunderbar auf dem Wasserfalldiagramm. Das ist ein perfektes Bild, was wir auch mit dem Fernseher dann empfangen können. Wir werden jetzt hier weiter. Gleich sollte noch eigentlich nichts mehr kommen bis GSM 800. Oder haben wir noch einen Fernsehblock? Nee, ich glaube, das nächste wird direkt GSM 800 sein. Da hätten wir, es könnte erstmal LTE sein. Da gehen wir auf AM. Das sieht nach LTE aus. Und dann hätten wir hier die verschiedenen Anbieter. Ein Anbieter, nächster. Und dann hier hätten wir noch was. Wenn wir so eine kleine Kerbe drin haben, wissen wir, es ist LTE. Da ist die Kerbe, ist ein LTE-Block. So, was haben wir denn hier noch? Gehen wir noch ein bisschen weiter. Was hätten wir als nächstes? Da ist noch was. Hier hätten wir noch einen LTE-Block. Auch hier die kleine Kerbe. Da ist ein LTE-Block. Wir gucken mal, was wir noch hätten. Das ist der Block zu Ende. Dann müsste... Da ist noch was gewesen. GSM 900 gibt es, glaube ich, auch noch. Da hätten wir was. Das hier, das GSM. Hier hätten wir den, das GSM. Hier ist der nächste Anbieter, der nächste Anbieter. Da ist noch was. Hier ist noch was. Es gibt einmal Uplink und Downlink. Und jetzt sind wir hier über 1 GHz. Da greift wieder der Filter von unserem... So, ich habe jetzt hier mal einen Messaufbau. Ich habe einen Nano VNA. Ich habe ein 30 dB Dämpfungsglied. Und hier seht ihr meinen LNA, also den kleinen Verstärker, den wir gebastelt haben. Und ihr seht jetzt schon hier auf dem Display von dem Nano VNA einmal eine Kurve, einmal ein SWR und einmal das andere ist LogMAG. Ja, und wir können jetzt gucken, welche Verstärkung denn unser kleiner Verstärker auf verschiedenen Frequenzen hat. Wir sehen den Ausgang S12, da geben wir jetzt ein Signal raus, dann hätten wir die 30 dB Dämpfung, dann gehen wir auf den Eingang von unserem Verstärker und der Ausgang von unserem Verstärker geht auf den S21 Eingang. Das heißt, unser Nano VNA wobbelt jetzt alle Frequenzen von 10 kHz bis 2 GHz einmal durch und unser Verstärker verstärkt uns das Signal und gibt uns das raus. Hier seht ihr nochmal die 30 dB, sagen wir, unser Nano VNA gibt uns 0 dB raus. 0 dBm gibt er uns raus, dann hätten wir 30 dB Dämpfung, das heißt, wir hätten minus 30 dBm nach dem Dämpfungsglied und das wird von unserem Verstärker verstärkt. Und der Verstärker verstärkt, da können wir gucken, welche Frequenzen besonders gut, welche besonders schlecht verstärkt werden. Das Dämpfungsglied brauchen wir, weil wir den Verstärker sonst total übersteuern. Und unser Ausgang oder was wir dann am Eingang am S21 haben, eigentlich totaler Mist ist.
Deswegen brauchen wir die 30 dB Dämpfung. 10 dB würden wahrscheinlich auch gehen. Und jetzt seht ihr hier mal diese Kurve, die Logmark-Kurve, dass der Eingang S21 oben ausgewählt jetzt auf 98,713 MHz seht ihr, wir hätten minus 11 dB oder 11,6 dB. Minus 30 dB wäre einfach ein Pass-Through, also nach dem Dämpfungsglied direkt zum S21-Eingang. Das heißt, minus 30 und wir hätten dann minus 11 kommen wieder zurück. Das heißt, wir hätten ja eine Verstärkung. Und jetzt können wir so grob überschlagen, hätten wir 18,4 dB Verstärkung auf UKW. Ist nicht schlecht, ist ganz okay. Und jetzt testen wir das Ganze nochmal. Unten sehen wir ja schon, dass die Grate so ein bisschen runter geht. Und wir gucken uns jetzt mal, und dann geht sie leicht wieder hoch, kann man sehen. Wir gucken jetzt mal, was wir unten in dieser kleinen Delle hätten. Da hätten wir minus 18,1 dB. Das heißt, unser Verstärker hat immer noch die 11,9 dB Verstärkung auf 634 MHz. Das ist okay. Und ja, man kann damit arbeiten. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich habe jetzt den Span nochmal größer gemacht. Und wir schauen uns jetzt erst das Ganze mit 2 GHz Span an. Da gibt es einen kleinen interessanten Vorfall, der passiert. Und zwar können wir erkennen. So, hier erkennen wir das Ganze jetzt mal bis 2 GHz. Ich messe jetzt am Punkt mit der wenigsten, also mit der wenigsten Leistung, die zurückkommt, und dann hätten wir minus 30 dB. Das heißt, bei 1,38 GHz ist unser Verstärkungsfaktor 0. Das heißt, der Verstärker, wir geben dem minus 30 dB am Eingang und es kommen minus 30 dB raus. Und jetzt hier nochmal wieder auf 2 GHz hätten wir nur noch minus 12 dB. Das heißt, wir hätten wieder 18 dB Verstärkung oder 12,1. Das heißt, wir hätten 17,9 dB Verstärkung. Was eigentlich ganz gut ist für 2 GHz, und man sieht, das Ganze geht wieder hoch. Ich gucke mal, dass ich vielleicht ein Messgerät finde, womit ich noch ein bisschen weiter gucken kann als 2 GHz.